Marina blieb kurz stehen und fixierte nachdenklich das Abaton-Kino gegenüber. Mein Gott, wann habe ich mir hier zuletzt einen Film angesehen? Dann stand sie in der Warteschlange beim Schlachter Moor, einer Institution im Grindelviertel, die es leider nicht mehr lange geben würde. Das Viertel veränderte sich rasant. Die alteingesessenen Läden verschwanden. Boutiquen, Frisiersalons, Coffeeshops und Bäckereiketten zogen stattdessen ein. Vielleicht war es gut, manche Veränderung nicht mehr mit ansehen zu müssen. Nach eingehender Prüfung der appetitlichen Fleischtheke entschied sie sich für ein Steak. Hauchzart, meine Dame. Da haben Sie wirklich was Schönes in der Pfanne. Danke. Sie musste lächeln. Auf dem Heimweg schaute sie beim Weinfass am Grindel rein und fragte betont forsch nach dem teuersten Rotwein. Einen Moment lang plagte sie dabei ein banges Gefühl. Was, wenn der Tropfen ein paar Hunderter kosten sollte? Aber was ängstigte sie das eigentlich? Letztlich kam es auf ein paar Scheine mehr oder weniger nicht mehr an. Und Schulden würde sie nicht hinterlassen. Während sie noch überlegte, kam der freundliche Besitzer mit einem 1997er Château de la Commanderie zurück. Ein Lalande de Pomerol. Das klingt doch wie Musik, nicht wahr? Das Fläschchen zu 34,90. Meine letzten beiden. Also gut. Ich nehme die beiden. Das kleine Abenteuer endete also glimpflich, auch wenn Marina sich in dieser Preisklasse bislang nicht bewegt hatte. Mit erhobenem Haupt und je einer Flasche im linken und im rechten Arm eilte sie nach Hause. Komisch, als hätte ich Zwillinge im Arm. Sie verriegelte die Wohnungstür und zog den Telefonstecker im Flur aus der Dose. Lohnt es sich noch, die Fenster zu putzen und das Bett frisch zu beziehen? Sicher, sauber sollte es schon sein. Während Marina die Wäsche in die Waschmaschine stopfte, dämmerte ihr die Vergeblichkeit all dieser Mühen. Wozu es noch so genau nehmen, wenn es auch leichter ging? Sie nahm einen großen Müllsack und stopfte die Schmutzwäsche hinein. Das Blümchenmuster ihrer Bettbezüge hatte ihr ohnehin längst nicht mehr gefallen, schon seit Jahren nicht. Sie entriegelte die Wohnungstür und huschte mit dem Sack hinunter in den Hof zu den Mülltonnen. Na, junge Frau, mal so richtig klar Schiff machen? Sie erschrak. Ausgerechnet der Hausmeister. Sie nickte verlegen und, als hätte sie etwas höchst Verbotenes getan, schlich sie zurück in ihre Wohnung. Tür zu, Riegel vor. Nachdem die kleine Zwei-Zimmer-Wohnung ausreichend in Schuss gebracht war, begann Marina mit den Vorbereitungen für ihr geplantes letztes Mahl. Ihre Henkersmahlzeit, sozusagen. Sie enthäutete mehrere große Knoblauchzehen und spickte das Fleisch damit. Warum noch Rücksicht nehmen auf die Nachwelt? Sie legte das Fleisch in eine Marinade aus Kräutern und Wein. Darin durfte sie jetzt noch ein paar Stunden wohlfühlen. Als sie die erste Flasche des feinen Rotweins entkorkte, schnupperte sie verzückt und ungläubig am aufsteigenden Bouquet. Frische Waldbeeren und gleichzeitig eine Ahnung von würzigem Herbstfeuerrauch. Warum hatte sie sich so etwas nicht schon viel früher gegönnt? Warum hatten ihre Wochenenden so oft im Zeichen von Diätsüppchen und Verbenenkrauttee gestanden? Nun aber sollte es ein Festessen geben, wie es der Grindel-Hinterhof nicht so oft gesehen hatte. Jetzt erstmal einen Tee. Und zwar heute den White Dragon Pearl Jasmin Tee. Mit dem hatte sie sich bislang immer knauserig zurückgehalten. Er war unter den Sorten grünen Tees, vergleichsweise so kostbar wie der heute erstandene Wein. Über diesen spontanen Kauf bei einer Teeprobe hatte sie sich lange gegrämt. Wie dumm, denn die Mischung war köstlich und ihren Preis wert. Aber sie hatte einfach nicht gelernt, sich selbst etwas zu gönnen. Und wer so verhuscht am Leben teilnahm wie sie, musste sich nicht wundern, wenn das Leben an ihr vorbeiging. Es schien einfach niemandem aufzufallen, dass sie da war, dass sie eine Frau mit Wünschen und Sehnsüchten war. Doch nun war es zu spät, um noch weiter darüber zu grübeln.